Guten Tag, meine Damen und Herren. Bereits heute sind ein Viertel aller Schweizer konfessionsfrei. Setzt sich der Trend fort, wird es bald mehr Konfessionsfreie als Katholiken oder Protestanten geben. Wir Freidenker finden, das muss gefeiert werden. Deshalb veranstalten wir am 24. September in St. Gallen und im thurgauischen Lommis das erste Ostschweizer Kirchenaustrittsfest. Wir wollen so die vielen Leute ansprechen, die zwar noch offiziell Mitglied einer Kirche sind, aber längst keine Kirchenbesuche mehr tätigen und sich auch sonst nicht mehr mit den Worten und Taten des Klerus identifizieren können. Gründe zum Austritt gibt es, nebst den teils systemimmanenten Missbräuchen von Kindern durch Priester, viele. Es ist nicht einsichtig, weshalb der Schweizer Staat eine bestimmte Religionszugehörigkeit privilegiert und für die Amtskirchen das Inkasso macht. Der Staat hat sich in Glaubensfragen neutral zu verhalten. Es ist ebenso nicht einsichtig, dass man in eine Kirche quasi hineingeboren wird. Eigentlich ist es sogar eine Zumutung, dass man aus einem Verein austreten muss, dem man selber gar nie beigetreten ist. Jeder sollte nach Reichen seiner Mündigkeit die Religion seiner Wahl oder eben keine Religion wählen können, so wie das zum Beispiel auch bei politischen Parteien der Fall ist. Arthur Schopenhauer hat schon vor über 150 Jahren gesagt, dass, wenn man von Religionsfreiheit reden will, als erstes der Religionsunterricht für unter 16-Jährige abgeschafft gehört. Wir Freidenker wollen staatliche Neutralität, damit der junge Erwachsene auch ohne einseitige Prägung selber entscheiden kann. Die Kirchen tragen gerne zu dem Mythos bei, dass sie quasi gratis Gutes tun. Dies ist natürlich nicht der Fall. Haben Sie gewusst, dass zum Beispiel die katholische Kirche ihr Vorzeigeprojekt Caritas zu nur gerade 2% mitfinanziert, 98% stammen aus Spenden und Staatsgeldern? Nein, wer will, dass sein Geld den Benachteiligten zugute kommt, spendet besser an Amnesty International, Médecins Sans Frontières oder andere säkulare Institutionen, die kein Geld aufwenden, um im Namen Gottes Kondome, Sterbehilfe oder die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare verbieten wollen. Wenn Sie auch nur einen Viertel Ihrer bisherigen Kirchensteuer an eine der genannten säkularen Organisationen überweisen, bewirken Sie mehr, denn weniger als 10% der Kirchensteuereinnahmen sind für soziale Projekte vorgesehen. Und wie der Gründer von Oracle, Larry Ellison, treffend gesagt hat, es gibt nichts Dümmeres, als dumm zu spenden. Manche engagierte Gläubige empfinden dieses Kirchenaustrittsfest als eine Provokation. Doch natürlich ist dem nicht so. Wer aus der Kirche austritt, nimmt lediglich ein Recht wahr, das vom Schweizer Bürgertum erfolgreich eingefordert wurde seinerzeit. Es ist gut so, dass sich die Kirchen in der Schweiz genauso den Wettbewerb um das beste Argument stellen müssen, wie alle anderen auch. Es ist nicht beleidigend, sondern befruchtend, wenn Parteien, Vereine oder eben auch die Kirchen sich berechtigter Kritik stellen müssen. Dies zu tun, trägt aktiv bei zu einer besseren Gesellschaft, zu einer schöneren Schweiz. Gerade im Kanton St. Gallen werden Kirchenaustrittswilligen unnötige Hürden aufgestellt. So muss jeder Austrittswillige seine Unterschrift auf dem Amt beglaubigen lassen. Die gewöhnliche Unterschrift, die man zum Beispiel auch unter Steuererklärungen oder Verträge setzt, genügt hier plötzlich nicht. Dass dies eine reine Schikane ist, habe ich kürzlich selber herausgefunden. Als ein Bekannter mich bat, für ihn den Kirchenaustrittsbrief zu schreiben, wusste ich nicht, an welche Adresse ich diesen Brief schicken musste. Also habe ich der katholischen Kirche in St. Gallen ein Mail geschrieben, da es leider unbeantwortet blieb. Eine Woche später habe ich darum angefragt, an welche Adresse ich schreiben muss, wenn ich der katholischen Kirche beitreten will. Die Antwort kam noch am selben Tag. Es hieß, ich müsste gar nicht schreiben. Ein einfacher Telefonanruf genüge. Die Tatsache, dass man in St. Gallen der Kirche telefonisch beitreten kann, aber nur per beglaubigter Unterschrift wieder austreten kann, lassen jeden wirklich bürgerlich gesinnten Demokraten die Haare zu Berge stehen. Solche Schikanen legitimieren ein Kirchenaustrittsfest nicht nur. Jeder echte Anhänger des bürgerlichen Ideals ist geradezu verpflichtet, diesen Missstand zu bekämpfen.
Dass in den Schweizer Kantonen außerdem alle Firmen kirchensteuerpflichtig sind, stellt eine weitere Ungerechtigkeit dar. Denn was viele Leute nicht wissen, jede Firma, auch wenn sie einem Atheisten, Muslim, Juden oder Buddhisten gehört, muss Kirchensteuer abführen. Austreten unmöglich. Das ist ungerecht. Wieso muss beispielsweise ein Sexshop den Klerus mitfinanzieren, der zumindest vordergründig gegen jede freie Ausübung von Sexualität lautstark eintritt? Die Firmensteuer trifft vorrangig natürlich nicht die Firmen, sondern vor allem sämtliche Konsumenten. Denn natürlich werden am Ende diese Kosten einfach auf die Produkte und Dienstleistungen überwälzt. So trägt also auch die Kirchensteuer ihren Teil bei zur Hochpreisinsel Schweiz. Wir Freidenker sind der Meinung, dass dies ein Ende nehmen muss. Dass Kirchensteuern seit Jahrhunderten bestehen, macht deren Abschaffung zwar schwierig, aber die Abschaffung ist wichtig und möglich. Am besten erreichen wir dieses Ziel, indem wir jene Menschen zum Austritt bewegen, die nur noch auf dem Papier einer Kirche angehören. Falls Sie kein aktiv tätiger Katholik oder Protestant sind, fordere ich Sie auf, treten Sie jetzt aus der Kirche aus. Sie sind nicht nur nicht alleine, bald werden Sie als konfessionsfreier Mensch zur größten Gruppierung in der Schweiz gehören. Wir Freidenker finden, das muss gefeiert werden. Deshalb veranstalten wir am Samstag, dem 24. September, das erste Ostschweizer Kirchenaustrittsfest. Details dazu finden Sie unter www.freidenker.tv. Es würde mich sehr freuen, Sie am Samstagnachmittag am Bärenplatz begrüßen zu dürfen. Oder später beim Grillfest im Thurgauischen Lohnis. Übrigens wird auch Valentin Abgottsporn anwesend sein. Er ist ja bekannt geworden dadurch, dass er fristlos gekündigt wurde, weil er das Schulkreuz in seiner Walliser Schule abgehängt hat. Dafür wurde er auch mit dem Prix Courage nominiert. Nach dem Grillfest wird er in einem kurzen Vortrag noch erläutern, was ihm alles, zumindest aus Zuhörerperspektive, Lustiges widerfahren ist. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Schauen Sie vorbei. Auf Wiedersehen.